Hallo zusammen, hier ist Anouk. Es geht weiter mit Kingdom Come Deliverance. So, hier auf diesem Hof haben wir Timmy gefunden. Das ist sozusagen einer der letzten, ich sag mal, nicht brutalen Räuber, derjenigen, die an dem Überfall auf Neuhof beteiligt waren und eigentlich nicht wussten, wie ihnen da geschieht. Timmy ist der Einzige, der weiß, wo das Banditenlager von Wicht ist. Und wir werden jetzt versuchen, mit seiner etwas wirren Wegbeschreibung zurechtzukommen. Ja, und werden versuchen, dieses Lager zu finden. Na gut, der Questlog sagt, dass wir jetzt erst einmal nach Meroyet reiten. Das werden wir dann in der Tat mal machen. Ja. Los geht's, Peppels. Ja. Oh, das ist ja sehr nah. Prima. Da steht Ratzigs Pferd. Hui, halt! Okay, hier gibt's Mittagessen, so wie es aussieht. Ach komm, Peppels, stellen wir dich in gute Gesellschaft. So. Wie sieht's denn eigentlich mit unserem Hunger aus? Ja, nee, das bringt uns jetzt noch nicht so viel. Tja, die ruhen sich aus. Nach der Schlacht ist vor der Schlacht. Ah, warte mal, da ist ein Druck. Wahrscheinlich sind wir wieder gammelig ohne Ende. Das wäre bei unserem Lehnsherrn nicht ganz so stinkend eintreffen. Nee, da ist er doch. Oh, jetzt stören wir ihn auch noch beim Essen. Naja, was soll's. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Wegen dieses Lagers, Herr. Was gibt es, Junge? Ja, naja, also so richtig wissen, das hätte ich so jetzt nicht bezeichnet, aber gut, Heinrich, wenn du meinst. Einer der Banditen, der desertierte, berichtete mir, wo das Lager liegt. Er heißt Timmy. Ist ein Mordsbrocken, hat aber mehr Muskeln als Hirn. Das Lager ist in einem verlassenen Dorf in den Wäldern westlich von Talmberg. Gute Arbeit. Hast du es dir angesehen? Weißt du, wie viele Männer dort sind? Viel weiß ich nicht, bloß wo sie sich verstecken. Wir müssen mehr erfahren. Könntest du versuchen, dort etwas in Erfahrung zu bringen, das uns bei unserem Hinterhalt nützt? Je mehr wir wissen, desto besser. Und wenn du sie sabotieren könntest, während du dort bist, wäre das vortrefflich. Aber geh kein unnötiges Risiko ein. Ich möchte dich nicht verlieren. Ja, natürlich versuchen wir es. Natürlich, ja. Also, ich werde tun, was ich kann. Genau das wollte ich hören. Du bist unsere Augen und Ohren, Junge. Unser Erfolg hängt von dir ab. Begib dich umgehend ins Lager. In der Zwischenzeit sammle ich meine Männer. Ich werde so viel herausfinden wie möglich. Mach's gut. Ja, Herr Ratzig, dann beeil dich mal nicht ganz so. Denn, wie gesagt, unsere Schwertkünste und so weiter sind noch nicht so weit fortgeschritten. Was ich jetzt vorhabe, ist, dass wir vor allen Dingen erstmal die ein oder andere Nebenquest, die wir noch angenommen haben, zu Ende bringen. Wir haben immer noch irgendwo die Vogelkäfige und müssen immer noch diese Nachtigallen einfangen. Zudem möchte ich selbst hoffentlich, wenn Hauptmann Bernhard wieder in Neuhof ist, hoffe, Quatsch, nicht in Neuhof, in Rattay ist, würde ich gerne noch ein bisschen kämpfen üben. Einfach damit wir eine Chance haben, weil sonst wird das, ich glaube, ein ziemliches Geeier. So, dementsprechend schauen wir uns das Ganze gerade nochmal an.
genau. Schlangennest. Das ist... Ja, also wie gesagt, da müssen wir ein bisschen besser noch vorbereitet sein. Ja. Ja, den Schatz von Scarlet heben. Wie gesagt, ich glaube, die nächste Baustelle ist erstmal tatsächlich diese Nachtigallen abzugeben. Genau, wie gesagt. Tierhäute, genau, das war ja sogar in Thalenberg. Das ja, können wir auf dem Rückweg ein Stück weit machen. Genau, und nach Sasau müssten wir ja eigentlich auch nochmal. Also von daher, ich denke, wir machen tatsächlich diese Runde über Ratai und dann wieder ein Stück weit zurück und versuchen uns nochmal eine Ecke zu verbessern. Dann gucken wir mal. Ich meine, ich hätte hier irgendwie diese Käfige. Da sind sie. Die packe ich einfach schon mal ins Inventar, ehe ich nachher losspringe und habe die wieder vergessen. So, und dann... Genau, okay. Ja. Dann wollen wir mal loslegen. Ja. Zwei Fußköter. Ja. Ach, reiten wir mal außen rum. Kommen wir wahrscheinlich nicht so ohne weiteres durch. Steckt dann wieder im Gebüsch bei meinem Glück. Ja. Ja. Das ist Meroyet. Das ist wieder irgendein fremder Hof. Ja, prima habe ich das wieder gemacht. Ich reite wieder durch alle fremden Hinterhöfe. Und bleib hängen. Toll. Okay, Pebbles, wir tun so, als wäre es nicht geschehen und reiten wieder zurück. Das habe ich von meinem Querfeld ein, ne? Ups, das wird da, glaube ich, nicht besser. Wäscheleine. Oh Mann, totales Chaos. Hilfe. Halt. Ja, sehr gut. Wir sind wieder auf dem Weg. So. Ich will gerade nochmal, warum sind wir jetzt schon wieder so krass überladen? Ja, um die Schatzkarten müssen wir uns auch noch kümmern. Aber ich glaube, da hatte ich beim letzten Mal noch nicht so ganz richtig eine Idee. Aber das machen wir jetzt alles so nach und nach. Schöne Teich hier. Ja, ach, das ist so liebevoll gemacht. Ja. 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 Ja.
So, jetzt sind wir hier sogar in Thalmberg. Okay. Wieso bin ich da lang geritten? Naja, okay, weil es nicht ganz falsch ist. Gut. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin ein großer Freund von Navis. Upsa, upsa, upsa. Ja. 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 So. Schon wieder aus den Augen verloren. Eieiei. Ja. Ups. Schauen wir mal. Zu mir. So. Jetzt kommt wieder der Moment, wo ich wieder nichts checke. Ah, hier. Okay, nicht das Schlechteste. Komm mal her, Köter, dann sollst du auch nicht leben wie ein Hund. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz... Nee, sowas nicht gedacht. Okay. Ja, danke für den Hinweis mit diesem Monolog abbrechen bei dem Umgang mit Köter. Danke an der Stelle. Ja. So. Ups. Ja. Ja. So. Oh, Na. Dann haben wir hier einen Fanclub. Leider sind wir selber nicht ganz so fit, aber wir probieren es mal. So, Peppels, dich stellen wir erstmal ein bisschen auf Abstand. Und dann schauen wir mal. Ich werde gerade das kleine Weichei speichert an dieser Stelle. Nein, ich kann nicht speichern. Das ist ja furchtbar. Kannst du bitte... Aua. Oh, das war eine scheiß Idee, das so zu machen. Nein, konzentrier dich bitte auf den anderen. Nein, noch nicht das Schwert wegstecken. Nein, Panik, totales Durcheinander. Aua, 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 aua. Ugh.
Mann. Okay, das war's. Super, jetzt schauen wir mal, wo das Ding zum letzten Mal gespeichert hat. Ah. Oh je, wer weiß, wo ich jetzt bin. Oh nein! Okay, also ich reite dann mal ohne euch wieder an die andere Stelle und ja. Genau so der Plan und dann versuchen wir das nochmal. Vielleicht mache ich es auch einfach ein bisschen anders. Und leg mich einfach mal hier schlafen. Vielleicht bringt das ja auch schon mal ein bisschen was. Gasthaus, scher dich zum Teufel. Huch. Ja, Entschuldigung, war dein Bett, aber ihr teilt euch doch hier eh alles. So, habe ich was zu essen dabei? Warte mal, Fertigkeiten. So, der Lernstoff des Buchs. Ja, okay, das nehmen wir mal. So, und reiten haben wir auch noch irgendwas. Nee, ich will nicht, dass Pebbles verletzt wird, das ist nix. Ja, berittenen Kampf. Ja, da ich ja irgendwie Pebbles immer stehen lasse. Ja, dann nehmen wir das, dass Pebbles weniger scheut. Hey, glaubst du, du würdest hier wohnen? Verschwinde! Motz doch nicht so rum. So. Nee, da müssen wir nochmal gucken, Gefährten. Beim Pebbles noch. Was denn jetzt? Halt. Schläfst in einem fremden Bett? Bist du verrückt? Raus hier, oder? Oh nein, oh Mann! Oh. Sei doch nicht so verklemmt, meine Güte. Würdest du ihn bitte mal den Apfel essen jetzt? Okay. Dafür schlafen wir dann aber dafür ungestört in irgendwelchen Kumanlagern und upala, jetzt nicht noch die Kollegen, die da reisten. Okay, soweit hätte es schon mal geklappt. Nimm Anlauf. Fuß. So, kommen wir hier irgendwo rein. Ist ja ganz hübsch hier. So, und jetzt kommen wir hier nie wieder raus. Oh oh, Pebbles. Ja. Okay. Ja, komm, Pebbles, befrei dich. Wo bist du überhaupt da? Na gut.
Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Was habe ich jetzt wieder angestellt? Da bin ich. Aber interessanter Ort. Ich nehme mal... Quatsch. Oh Mann. Ich nehme mal die Schaufel ins Inventar. Ja, Fliegenpilz. Das ist ein normaler Stein. Wahrscheinlich checke ich es wieder nicht. Da ist was. Okay, gut. Dann, Pebbles, da habe ich dich geparkt. Ich schmeiß wieder mal die Schaufel in Pebbles Satteltaschen zurück. Komm ich hier irgendwie durch? Immer mit meinem Gestrüpp. Hätte auch so schön sein können jetzt, ne? Oh, nochmal ein Unfallort. So, ich sehe schon, wir machen wieder alles, nur nicht das, was ich mir vorgenommen hatte. Tja. Wieder ist nichts mehr drin. Minze? Nee, das brauche ich jetzt nicht. Was ist da mit den Handschuhen? Kann ich die nicht aufheben? Tja, und du armer Kerl, wurdest schon geplündert, okay. Das ist jetzt nicht schön gelaufen für dich. So viel zu meinen Abkürzungen. Na gut. Heieiei. Okay, auf dem Weg waren wir offensichtlich auch noch nicht unterwegs. Okay, diesmal sind wir etwas anders geritten. Wo bin ich jetzt gelandet? Okay, na gut, also das mit dem Dingsbumslager machen wir dann demnächst. Gut, da wir jetzt irgendwie mal wieder ganz anders unterwegs sind, als ich das jetzt so vorgehabt hätte,
Ja, das mit der Kumanenprügelei müssen wir dann auf ein andermal verschieben, aber dann werden wir tatsächlich mal schauen. Ja, dass wir, wie gesagt, dann ja, Fritz und Matthias mal, ich sag mal, ihr Jobangebot unterbreiten. Ja. Ja. Wir folgen jetzt diesem Weg, dann Ja. passt's. Okay, so viel zu meinen Vorsätzen und Plänen. Ach ja, genau. Und mit Ja. Kräuterkunde wollten wir auch noch ein bisschen intensiver, beziehungsweise mit Alchemie anfangen, dass ich auch mir ein paar Ja. Heiltränke und so weiter brauen kann. Bei meinen Kampfkünsten könnte das sehr wertvoll sein. Ja. Komm her, wir zwängen uns da durch. Ja. Ja. Gott So, schütze dich, Freunde. Heinrich. Der Müller in Ledetschko würde euch gern kennenlernen. Du hast wirklich Arbeit für uns? Selbstverständlich. Ich konnte eure verdrießlichen Gesichter nicht länger ertragen. Danke, Heinrich. Nur. Was? Die Belohnung, die wir versprachen. Also, wir kommen zusammen nicht mal auf einen Groschen. Ach, das macht nichts. Gebt mir das Geld, wenn ihr könnt. Das werden wir. Ich wollte gerade Komm sagen, die nächste kennen Woche wir doch nicht vorbei. Wir anders. geben dir Geld, sobald wir unseren ersten Lohn bekommen. So, weiter Auf bald. geht's. Ja, verkackt es nicht, Leute. Aber gut, schauen wir mal, was die zwei draus machen. Ja. So, jetzt will ich doch noch mal, wie gesagt, meine guten Vorsätze und ja. Okay. Der war hier. Ich weiß nicht, ob wir versuchen sollen, noch mal eben schnell auf Hasenjagd zu gehen, damit wir das jetzt hier Ja. erstmal abge. Ja. Ja, sag mal, damit wir das jetzt erstmal hier durchhaben in Sasau. Dann müssen wir hier auch nicht noch mal zwingend Station machen. Wir gehen einfach mal hier oben im Wald gucken, wie die Sache aussieht. Also bei diesem Spiel kommt es immer anders, als man denkt, und wenn ich spiele, sowieso. Ja, aber ich glaube, wir sind schon wieder ziemlich fortgeschritten in der Zeit. Und ich merke es vor allen Dingen auch wieder auf den Atemwegen. Ich muss gleich erstmal was trinken. Von daher würde ich das nutzen, mich hier an dieser Stelle von euch zu verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet trotz des ganzen Chaotischen trotzdem ein bisschen Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst mir einen Daumen nach oben da, gerne kommentieren und ja, und gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich bedanke mich, eure Anouk.